So, herzlich willkommen zu einem weiteren Prophetie-Video auf meinem Kanal. Wir machen hier weiter mit dem Büchlein vom Stefan Berndt über den Alois Ihlmeier. Und jetzt kommt auf jeden Fall ein interessantes Thema, was ich persönlich sehr ansprechend finde. Und da geht's wieder um die Presse. Man sieht es ja auch heutzutage, die Massenmedien, was die alles aussagen, teilweise auch die Öffentlich-Rechtlichen, die sich ja eigentlich dazu verpflichtet haben, dass sie unabhängige Berichterstattung machen. Ob das jetzt ja wirklich alles unabhängig ist, so wie uns das verkauft wird, ja, da lasse ich dich jetzt allein mit deinen Gedanken. Ich darf hier nicht alles sagen auf YouTube, weil ich halt keinen Bock habe, dass dieser Kanal gestrikt wird. So, und jetzt war ja dieses Thema, dass der Alois Ihlmeier angeblich gesagt hat, 1950 bricht der Krieg aus. Da hat ja dieser Konrad Adelmeier Silvester 1949 so einen Artikel veröffentlicht, der war ziemlich zweischneidig, der halt diesen Anschein erweckt hat, dass 1950 der Dritte Weltkrieg ausbricht und dahingehend dann auch diese dreitägige Finsternis stattfindet. Wenn man da genauer recherchiert, war es wohl so, dass der Ihlmeier für kurze Zeit, der hat ja diese Vision vom Dritten Weltkrieg und dieser dreitägigen Finsternis, ich glaube, über 10 Jahre lang gehabt und die immer wieder gesehen. Und in so einem kleinen Zeitabschnitt, man geht davon aus, von so 3 Wochen, dachte er, dass das 1950 ausbricht, aber das hat er nur mit seinen engsten Vertrauten geteilt und hat es dann höchstwahrscheinlich wieder verworfen. Genau in dieser Zeit, so nimmt man an, war dieser Dr. Konrad Adelmeier, das war ja der Chef von diesen Traunsteiner Nachrichten oder von dieser Traunsteiner Zeitung, bei ihm, hat ihn wohl interviewt und hat das auch mitbekommen. Und obwohl er höchstwahrscheinlich die Erlaubnis nicht hatte, dass er das veröffentlicht, hat er eben diesen Artikel geschrieben und das war nicht gut für den Alois Ihlmeier. Also das hat dann ziemliche Konsequenzen gehabt und da kann ich mir schon vorstellen, dass man da dann ziemlich wütend ist auf die Presse. Darum hat er der Ihlmeier auch gesagt, ich sag nichts mehr, wenn die das Wort im Mund umdrehen. Da wird er wahrscheinlich gesagt haben, er hat ja furchtbare Angst vor den Russen gehabt. Das hat ja dieser Mitarbeiter von ihm gesagt. Da gab es so einen Mann, das war so ein Zeitzeuge, den hat der Stefan Berndt interviewt und der hat ihm öfter beim Brunnenbau geholfen. Und zudem hat er wohl gesagt, in kurzer Zeit wirst du auch wieder als Soldat eingezogen werden. Und das hat er dann auch so berichtet, aber das war wohl noch nicht so spruchreif. Und dieser Adelmeier hat dann einfach alles veröffentlicht und das war nicht gut. Und was hatte das jetzt zur Folge? Dass einfach der Stern, und man sieht es ja heute mit diesen ganzen Sternartikeln, zum Beispiel über den Björn Höcke oder über die AfD, und wenn man sich das dann alles genau anschaut, dem Björn Höcke seine Reden, also für mein Dafürhalten sind das ja ganz vernünftige Gedanken, was der äußert, und das wird dann so, und das wird dann öffentlich so dämonisiert, da wo man sich denkt, in der Zeit, in der ich groß geworden bin, als die CDU regiert hat, war ja das eigentlich so Standard, diese ganzen Sachen, die sich jetzt so ein Björn Höcke wünscht. Also für mein Dafürhalten nur gesunder Menschenverstand. Aber man merkt, das verstößt gegen irgendeine Agenda und dann wird das alles schlecht geredet, schlecht gemacht. Das nächste Beispiel waren dann die bösen Onkels, das habe ich live ein bisschen mitbekommen, als ich da sehr viel Musik in die Richtung gemacht habe. Wie die Presse darüber berichtet hat und was dann wirklich dahinter war, vor allem wenn man mit denen dann auch mal persönlich gesprochen hat. Ich hatte da mal das Vergnügen, dass ich mal mit dem Gitarristen zu tun hatte. Und da hört sich das dann oft doch etwas anders an, als wie es die Presse berichtet. Und das ist ja auch logisch, die Presse lebt halt davon, dass man Schlagzeilen macht. Und das ist ja teilweise auch bei mir so auf meinem YouTube-Kanal, wenn du meine Thumbnails anschaust, also die Titel von meinen Videos, die sind ja auch sehr reißerisch gehalten. Mache ich das aber nicht, dann schauen sich das viele Leute nicht an und dadurch rankt das alles wieder runter von meinem Kanal. Und man ist ja dann schon gewillt, wenn man so viel Arbeit reinsteckt, so wie ich das mache, und so viel recherchiert, dass das Leute dann im Endeffekt auch anschauen. Und das ist vielleicht so ein Bug, würde ich sagen, oder so ein Fehler von der Allgemeinheit oder von der allgemeinen Gesellschaft, dass einfach nur Videos geklickt werden mit reißerischen Überschriften. Wenn man da jetzt irgendeine positive Überschrift formuliert, dann interessiert es einfach keinen. Und das Prinzip war halt damals auch schon, dass dieser Adelmeier, der musste ja kommerziell arbeiten und der wollte höchstwahrscheinlich Schlagzeile machen. Auf jeden Fall, der Stern hat das dann aufgegriffen und das wurde dem Ihlmeier dann zum Verhängnis, weil der das jetzt so veröffentlicht hat, dass 1950 der Krieg ausbricht und das ist nicht passiert. Und jetzt zitiere ich einfach mal aus dem Stern vom 21. Mai 1950, das hat der Stefan Berndt auch in dem Buch aufgenommen, und da wurde geschrieben, die Dummen werden niemals alle, und solange es sie gibt, werden Bauern schlaue Scharlatane auf ihre Kosten angenehm zu leben wissen.
Kaum ist Wunder Dr. Gröning in der Versenkung verschwunden, da taucht am bayerischen Prophetenhimmel schon ein neuer Komet auf. Alois Ehlmeier, seines Zeichen Brunnenbauer, Wünschelroutengänger und Prophet aus dem kleinen bayerisch-österreichischen Grenzstädtchen Freilassing. Er prophezeite für dieses Jahr einen großen Krieg, der über alles Land nördlich der Donau hereinbrechen sollte. So, jetzt muss man dazu sagen, dieser Bruno Gröning, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, er hat gelebt von 1906 bis 1959. Also das war eine sehr magnetische Person, da habe ich mich auch mit einigen Leuten darüber unterhalten, die sagen, dass das keineswegs ein Scharlatan war. Ich meine, du kannst da immer deine eigene Meinung bilden, aber alles, was halt in diese Richtung rauskommt, das wird halt von den Medien verurteilt, dämonisiert und runtergedrückt, weil einfach nicht das sein kann, was nicht sein darf. Ja, und auf jeden Fall, das war ja so eine Art Heiler, dieser Bruno Gröning, und der hat wohl ziemlich viele Menschen angeblich geheilt und das wurde ihm ja dann im Endeffekt auch verboten. Und jetzt ist eben auch noch ein großes Thema mit dem Datum. Also es wurde dem Ehlmeier da in den Mund gelegt, er hat den Krieg 1950 gesehen, das hat dann nicht stattgefunden. Und das ist allgemein bei der Presse so zu beobachten, die schauen bestimmte Sachen an oder Leute, die nicht in die Agenda passen. Und dann gibt es ja da viele Aussagen. Jetzt nehmen wir nur mal den Björn Höcke her, der hat ja viele Aussagen getätigt. Es wird aber dann immer nur das rausgezogen, was den am besten blöd dastehen lässt. Und jetzt die Erklärung für euch da draußen. Wenn jetzt ein Mensch 100 Aussagen tätigt und 80 davon sind richtig, 20 davon sind falsch, dann ist das eine sehr gute Quote. Wenn aber jetzt die Presse herkommt und nimmt die 20 Falschen raus und listet die auf, dann denkt man, das ist der allerletzte Depp, der liegt da überall falsch. Aber dass er zum Großteil richtig liegt, das sehen die nicht. Und das ist auch ein wichtiger Punkt, warum auch dieser ganze Vegan-Trend nicht funktioniert. Da gibt's ja dann die radikale Veganerin, die militante Veganerin, weil in dieser Welt, das ist durch die Naturgesetze geregelt, nichts Absolutes. Es gibt keine Perfektion. Die kannst du vielleicht annähernd erreichen, wenn du einen Motor baust und aufs Hundertstel vom Millimeter irgendwas anpasst. Aber letztendlich eine hundertprozentige Genauigkeit kann es nicht geben auf dieser Welt. Und das ist eben dieser Zaubertrick, dass kein Mensch immer 100% richtig liegen kann. Das Entscheidende ist einfach nur, liegt der größtenteil richtig oder größtenteil falsch. Und darüber kann man sich halt ein Qualitätsurteil erlauben. Und dadurch, dass die Presse weiß, dass niemand 100% perfekt ist, wird immer das rausgezogen, wo er daneben gelegen hat. So, jedenfalls gab es ja auch noch diesen Parapsychologen, Professor Dr. Hans Bender, und der hat sich auch ein Urteil über den Alois Ehlmeier erlaubt. Und da hat der Stefan Bernd auch was zitiert. Der hat zum Beispiel gesagt, also nochmal, um das zu erklären, dieser Dr. Hans Bender, der war wohl in diesem, der hat sich damit beschäftigt, mit so übernatürlichen Fähigkeiten oder übernatürliche Ereignisse. Und da habe ich persönlich schon ein Problem, weil ich der Meinung bin, gerade so Prophetien oder wenn jemand hellsichtig ist, dass man das einfach wissenschaftlich nicht belegen kann. Das Einzige, was man machen kann, man kann denjenigen einfach bitten, dass er bestimmte Vorhersagungen tätigt und davon natürlich auch mehrere, am besten 100. Und dann schaut man einfach, liegt er größtenteils falsch oder liegt er größtenteils richtig. Und dann macht man vielleicht noch eine Gewichtung, dass man sagt, manche Voraussagungen, die gewichten schwerer als jetzt so zum Beispiel, wie wird das Wetter morgen? Das hat von der Gewichtung her nicht diesen Effekt, wie wenn man jetzt zum Beispiel sagt, es findet ein Bombenangriff statt und bestimmte Häuser gehen kaputt und andere wieder nicht. Das hat eine viel höhere Gewichtung, weil man das viel schwerer vorhersagen kann, als zum Beispiel, wie der Wetterbericht jetzt morgen ausschaut. Gut, ich zitiere es einfach mal, was der gesagt hat. Fest scheint zu stehen, dass vor allem Ehlmeier also außergewöhnliche Fähigkeiten hatte. Was die Kollektivvoraussagen eines Dritten Weltkrieges anbelangt, ist zunächst einmal zu sagen, dass er zu dem angegebenen Zeitpunkt nicht eingetroffen ist. Dann, dass wir wirklich keinerlei Kriterium dafür haben, dass diese Prophezeiung, die eine Art Endzeitfantasie sein kann, irgendwie Verlässliches enthält. Das können Fantasien sein, genährt von dem Wissen um Atombomben und andere zerstörerische Waffen. Trotzdem, Ehlmeier kann als eines der erstaunlichsten Phänomene unter den Sensitiven der neueren Zeit bezeichnet werden. Es ist also kein Grund zur Beunruhigung, aber auch kein Grund, die Frage der Präkognition im Bausch und Bogen abzulehnen, wie das heute vielfach von Aufklärern geschieht, die einfach nicht richtig informiert sind.
So, jetzt muss man dazu sagen, dieser Professor Bender, der hat dann so eine Entwarnung abgegeben, aber der hat den Ihlmeier nie persönlich gesprochen und nie persönlich untersucht. Also die ganzen Ihlmeier-Prophetien, die wurden nicht wissenschaftlich untersucht, obwohl es ja da immer heißt, bla bla bla, Wissenschaft und so weiter. Und der Stefan Berndt meint auch, dass der den Ihlmeier inhaltlich auch nicht genau studiert hat, denn dass der gelbe Strich nicht mit diesen Atomwaffen zusammenpasst. Ja, weil der Ihlmeier, der hat ja nicht viel von Atomwaffen gesagt im Dritten Weltkrieg, außer diese eine Bombe, die angeblich da in der Nord- oder Ostsee gezündet wird. Und dann hat sich da noch so ein Pater zu Wort gemeldet. Das war dieser Pater Dr. Norbert Backmund aus dem Kloster Windberg. Der hat gesagt, obwohl das Nichteintreffen seiner Kriegsprophezeiung 1950 sein Ansehen erschütterte, machten ihm die Presseleute bald zu einer Sensation und schließlich wurde der Andrang der Neugierigen unerträglich. Ja, immer das mit dem 1950, weil das dieser Konrad Adelmeier unbedingt veröffentlichen musste. Das war auch so einer, der schneller geschossen hat, bevor er irgendwie sich da Gedanken drüber gemacht hat. Und alle haben sich dann darauf gestürzt, dass das ja da nicht eingetreten ist und dass es dann nicht sein kann. Was auch noch interessant ist, dass dieser Pater dann schreibt, unter den Prophezeiungen Ihlmeiers ist einiges, was auch unseren Widerspruch herausfordert. Dass allen sichtbaren Kreuz am Himmel, die dreitägige Finsternis, dass die Leute nachher alle fromm und tugendhaft werden. Ich kann das alles nicht recht glauben und es ist interessant, dieser Pater diese dreitägige Finsternis so als Hirngespinst abtut, obwohl die anderen europäischen Seher, und das sind sehr viele kirchliche Seher dabei, ich erinnere mich jetzt an die Anna Maria Teigi und was es da nicht alles gab, da müsst ihr mal meine Playlists durchschauen. Weil die Kirche, die hat ja diese dreitägige Finsternis sehr, sehr oft prophezeit, wenn man die anderen Seher sich anschaut. Und darum verstehe ich nicht, dieser Pater, hat er sich da nie informiert darüber oder geht es da nur immer darum, dass man einen Kommentar abgibt, dass die Luft kracht? So kommt es mir heutzutage auch vor. Also die Leute, die verstehen nichts, die bringen alles durcheinander und meinen dann immer irgendeinen Blödsinn, anstatt sich mal selber irgendwie hinzusetzen und die Sachen selbstständig mal zu studieren. Aber da ist dann höchstwahrscheinlich die Zeit zu schade, denn die meisten denken, ich weiß es ja alles so. So, abschließend kann man nochmal sagen, dass der Ihlmeier eigentlich wiederholt gesagt hat, er weiß nicht, wann dieser Krieg kommt. Und diese Aussage, die er getätigt hat, er weiß nicht, wann der Krieg kommt, das wurde am 18. Oktober 1949 und am 20. November 1949 getätigt und plötzlich Silvester 1949, da war er sich angeblich sicher, laut dem Konrad Adelmeier, dass der Krieg 1950 ausbricht, obwohl er das Monate davor noch verneint hat und gesagt hat, er weiß nicht, wann es kommt. Und da scheint ja irgendwas nicht zu stimmen und das riecht irgendwie nach Sensationsgeilheit. Und im Endeffekt haben das dann so Zeitschriften wie der Stern aufgenommen, um ihn lächerlich dastehen zu lassen. Das sind dann alle rausgekommen, haben gesagt, das ist ein Scharlatan. Und die Leute haben es höchstwahrscheinlich auch noch geglaubt. So, das reicht aber jetzt für das Video. In der Videobeschreibung findest du alle Links über mich. Ich würde mich freuen, wenn du mich unterstützt, dir einen Song von mir runterlädst. Und dann würde ich mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Video wieder hier sehen auf dem Kanal. Also hau rein, bis dann.